Ich mach's ein bisschen speziell. Sie ist Alfred. Ah ja. Ich sende es Haitham. Vielleicht kann er etwas damit anfangen. Per WhatsApp, ja, bitte. Okay, ich klicke auf rechts und schieb dann nach vorne. Okay. Ma. Nicht nach hinten, jo. Ja, super. Deswegen. Deswegen, lehne ich das immer ab. Aus dem Grund. Warum verschließen die alle Türen? Sind die behindert? Ist ja gar nichts. Ach, hier. Verblasste Erlass, allgemeine Regime. Herr Christus, unser Irland, warte mal. Unsere Kampf. Alles, was sie taten, geschah, um Elfried zu unterwandern. Sie hat gelogen. Hier gibt es keine Spur des Ordens. Ich sollte zu Elfried, meiner Belohnung. Gelogen? Gelogen und betrogen. Gelogen und betrogen. Ja, komm, Scheiße. Gelogen und betrogen, die alte Schnepfe. Gelogen und betrogen. Der werden wir es noch zeigen. Meter. Das Münster. Schauen wir mal. Tritt vor, Eivor. Oh jo. Das ist nah genug. Als die Missetäter kamen, um mein Fleisch zu verschlingen, stolperten und fielen sie. Sind die Gesetze der Gastfreundschaft nicht länger gültig, Elfred? Ich habe getan, was vereinbart war. In der Tat. Doch verwechsle Notwendigkeit nicht mit Freundschaft. Du bist ein Mann, der sein Wort hält. Ein Mann Gottes. Wahrlich. Ich habe mein Leben nach seinem Vorbild ausgerichtet. Godwin. Hier ist das einzige Silber, das deiner Drachenbote würdig ist. Eine Erinnerung an die Leiden Christi und unsere Barmherzigkeit. Okay, danke. Und ich biete dir noch etwas. Lebe hier mit uns in Frieden als Christ. Oder stirb als Ungläubiger in einem Meer aus Blut.
Du hast nicht mehr zu verlieren als das ewige Leben. Und wenn ich sage, weder noch? Er bietet dir Hoffnung, Eivor. Ein Leben mit Sinn, besser und fernab von diesem. Lehne nicht ab. Sei kein Narr. Narr. Deine Regentschaft wird enden, König der Westsachsen. Unter dem Flügelschlag der Raben wird dein Thron zu Staub zerfallen. Du hattest Unrecht, Godwin. Er ist nicht mehr zu retten. Was? Was geht jetzt ab? Du hattest eine Chance, verdammt! Ich wollte sie nicht. Was ist denn jetzt? Sei verdammt, Elfheit. Ich hätte die Chance auch mal genutzt. Wir konnten da nichts wählen. Also hat er doch die Macht hier, die Leute auf uns zu setzen. Ja, das war doch der Dings. Merkt man. Wärst du noch? Du bist so gut wie tot. Ja, schon. Ich kehre zu Heiter und Randvi zurück. Sie werden wissen wollen, was hier passiert ist. Okay, das war's. Okay. Die Stadt des Glaubens. Den Sachs ausspießen. Level up. Ja, das ist ja gar nicht mal so gut hier, ne? Ja. Jo, ich hole mir noch den goldenen Punkt und Aufsichtspunkt. Und die Ordensmitglieder, die zwei. Zumindest. Der. Also ein Fest in der Nähe hängen, Geschöpf. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Ich würde sagen, bis gleich. So, Freunde, ich bin hier im Menü, weil ich hier einen Fight habe. Oh, ist laut. Junge. Mit zweimal Lux. Huh?
zieh mir gar nichts. Hey, ich bin doch voll. Hä? Hey? Die Geräusche von denen, ich glaube, hab das Spiel vielleicht, weil ich Sneaky wegkommen wollte. Ich verlasse den Bau nicht. Komm mal her. Deine Mutter war leider tot. Bam und nochmal bam. Mädchen hatte Krallen. Wildkatze. Dieses Fell sieht warm aus. Jo, Mutter und Kind getötet. Super. So. Oh, Kopf der Wildkatze. Ah, ja. Ah, es war einer von denen. Okay. Ja, ja. Dann gehe ich mal hier hin. Als nächstes. Und den goldenen Punkt noch mit dem. Also sehen wir uns dann gleich. So, ich bin auf der Insel. Ich habe ein paar Goldbarren genommen. Aber wir haben hier ein letztes Geschehen. Ist das hier? Ah ne, da hinten. Okay. Ein Animus. Oder Anomalie, sag mal so. Wahrscheinlich geht es ja hinten, wo die Ruine ist, auch weiter. Das ist die letzte, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da ist ja auch noch einer, ne? Ach du heilige Kacke. Sean, diese Fragmente von Erinnerungsströmen, ergeben die irgendein Gesamtbild? Bisher nichts Schlüssiges, nur Zufallsbilder. Schwer zu sagen, wie die zusammenpassen. Verdammt. Ich glaube, es steckt mehr dahinter, als es scheint. Mach einfach weiter. Oh. Hey. Was muss ich da machen? Die Scheiße kommt ja einfach. Nein. Oh. Junge. Das war knapp. Oha. Oh. Das ist ja alles rot. Willst du verarschen? Wo ist die Scheiße? Alter, willst du dich verarschen? Wie willst du denn das schaffen? Nein. 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 Oha, es geht noch höher. So. Das war nur der Anfang, ne? Ach, das ist auch cool. Die Statue da hinzugefügt. Oder? Okay, hier kommt nichts. Hier sieht man da. Komm ich aber nicht hoch. Komm ich nicht hoch. Ich habe Angst, da runterzufallen, deswegen. War schon ein bisschen getwixt. Sehe ich jetzt erst die Welle. Nein. Was macht die denn? Die ist nicht gehüpft. Die hüpft nicht. Ich drücke auf Leertaste und die hüpft nicht. Was ist mit der? Ah, so früh. Voll in die Welle rein.
Ich hab mir... Alter. Ich mach wahnsinnig hier, ey. Wie oft ich da Leertaste drücke, ne? Hä? Was macht die da? Sag mal. Die Junge, die slidet erstmal, da kann ich nichts machen. Guck. Hä? Ich versteh's nicht. Ist das denn für eine behinderte Stelle? Es ist. Es ist einfach. Ich hab's falsch gesehen. Rechts ging's weit. Oh, shit. Auf, auf. Alter. Boah, wie die immer schräg immer geht, ne? Das ist schlimm. Oh. Ja, das kann ich ja erstmal hier lassen. Also. Oh. Ah, fuck. Das ist so. Oh, das ist ja so ein behindertes Kackding, was immer. Wo da unten? Ich weiß gar nicht, ob wir da unten hin müssen. Hier geht's erstmal nicht. Schnell, schnell, schnell. Oh, oh nein. Oh fuck. Da muss man sich richtig beeilen. Komm. Also ist das überhaupt richtig, wo ich hingehe? Das sind auf jeden Fall noch so zwei Dinger, ne? Das? Ich denke mal ja, ne? Oder so Geschiete. Geschütte. Wie das mit das in fusioniert ist, ne? Find ich irgendwie cool. Ach du Heilige. So. Ja, das gibt gar keinen Sinn. So.
Das würde Sinn ergeben. Das Teil oder das da? War jetzt zwischen dem und dem. Das bewegt sich nicht, ne? Hallo? Keine Ahnung, was sie gemacht hat. Nicht mehr drehen. Oh. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Oh nein. Dran. Oder warte mal. Ja, das muss ich ja beleuchten. Oder? Nicht. Hey, aber so ist es doch an. Ach, das gehört einfach dazu. Was, wenn ich das aktiviert statt das ein. So. Das muss so funktionieren. Waren jetzt Fehler, hä? Hey? Verstehe ich nicht ganz. War das noch am Leuchten gewesen? Kann das sein? Müssen wir da hin? Na, ja, das ist richtig. Okay. Muss anders gedreht sein, alles klar. Mann, man muss auf alles achten, ne? Hey? Okay. Oh. Ah. Warte. Nochmal einen Ticken höher. Ja. Cool. Das ist ja mal eine geile Idee. Wie feier ich die Geize? Wenn es klappt, natürlich. Oh nein, was ist das denn jetzt?
Was kommt dann auf uns zu? Schnell genug sein, ne? Wo ist er? Warte. Boah, Junge, ich schaff mich ja nicht. Die Katastrophe steht bevor. Der Wütende hat seine 8 Vertrauten in die geheime Halle gerufen. Denk an die Berechnungen. Du musst sehr präzise sein. Weder noch so kleiner Schritt muss korrekt erfolgen. Ich vergesse sie nicht. Sie sind mir ins Hirn gebrannt. Wann wirst du wiedergeboren? Es wird dauern, Liebste. Du musst in deiner endlosen Gegenwart warten, während ich über das schwarze Meer des Nichtslands segle. Doch wenn alles klappt, finde ich dich wieder, auf der anderen Seite des Untergangs. Und wir werden wieder zusammen sein. Okay. Also wir hätten es eben fast geschafft. Ich warte nochmal. Gut. Hey, ich habe gar nichts gesehen. Nimm mich doch am Arsch. Muss man echt schnell sein, ne? Keinen Fehler machen. Ich höre gar nicht den Gesprächen eigentlich zu, weil ich mich konzentrieren muss. Sag mal, an der Seite... Ah, warte mal. Ja, ja, ich weiß schon wie. Warte mal, ich habe irgendwie mehr Zeit, wenn das unten ist, ne? So jetzt. Oh Gott. Fast geschafft. 8 erledigt, fehlen noch 2. Gut. Und hier ist noch ein kaleidoskopisches Prisma des Kauderwelschs. Nicht schlecht, Sean. Du arbeitest an deinen Kenningar? Ja, das mache ich in der Tat. Danke, dass du es bemerkt hast, Datenschubse. Hab sie. Oh, halt dich bereit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, was sind das für Komponenten da? Komponenten? Boah, ey. Das war die letzte Nebenquest, die ich machen. Und das Rest machen wir beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao. Hey Leute, es geht hier weiter bei Assassin's Creed Valhalla. Und wir wollten zu Hightam, ne? Machen wir das mal. Baller. Da ist so viel komische Sounds, der manchmal macht. Ich habe Winchester vom Orden befreit. Aber dafür musste ich mit König Alfred zusammenarbeiten. Dein armer Mitstreiter Christie führte dich zu Westsexes König? Höchst seltsam. Er oder sie scheint mit dir zu spielen. Hightam, ich habe die Codex-Seiten, die du wolltest. Insgesamt 6. Ah, wundervoll.
Wir haben so wenige Schriftstücke der ersten Verborgenen. Damit wird unser Wissen enorm wachsen. Tatsächlich könnten diese Dokumente von den Gründern der Verborgenen geschrieben worden sein. Doch ihre Namen sind uns unbekannt, verschollen. Eine bewusste Entscheidung ihrerseits, denke ich. Ich hoffe, diese Dokumente bringen etwas Licht ins Dunkel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich verstehe die Sprache nicht, in der sie geschrieben sind. Weißt du, der Schwarzmarkthändler Reda hat ein altes Schriftstück aus derselben Ära wie die Kodexseiten, die du fandest. Sprich mit ihm, wenn du es sehen möchtest. Okay. Oh, nein. Bitte. Hier. Damit hat der Orden nun weniger Mitglieder. Je weniger es von ihnen gibt, desto heller erstrahlt die Welt. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Aber wir haben noch drei, ne? Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Was ist denn da unten? Hey? Sei gegrüßt. Reda, Haltam sagt, du hättest ein altes Schriftstück von den frühen Verborgenen. Oh, diesen alten Zettel? Ein kurzer Brief von einem Verborgenen an einen anderen. Eins meiner seltensten Artefakte. Die Stimme, die ist so ätzend. Wie kam er in deinen Besitz? Ein Freund gab ihn mir zur Aufbewahrung. Bajek war sein Name. Aus dem Land des Nils. Sehr nett. Hab ihn schon lang nicht mehr gesehen. Sehr, sehr lang. Jedenfalls ist der Brief auf Demotisch. Also bringt er dir wohl nicht viel. Aber du kannst gern einen Blick darauf werfen. So früh ist. Ach so, hier ist direkt. Ich wollte das ihm direkt gegeben. Eine Warnung, meine Geliebte. Ich hörte zahlreiche Legenden über einen geheimen Kodex, der unter den Gesandten unserer Vereinigung herumgereicht wird. Innerhalb und außerhalb des Imperiums von Augustus. Es ist der Magas-Kodex. Und er nennt deinen Namen als eine der Gründerinnen der Verborgenen. Abgesehen davon, dass er dich in Gefahr bringt, untergräbt er alles, was wir zu erreichen versucht haben. Wir kämpfen für Gerechtigkeit. Wir scheuen das Licht des Lobs für unsere guten Taten und leben in den Schatten unserer Triumphe. Solltest du Seiten dieses Kodex sehen, rate ich dir, sie zu vernichten, um den Traum der Verborgenen am Leben zu halten. Ich weiß wohl, dass das kein einfaches Unterfangen ist. Nur wenige Männer und Frauen vermögen ein solches Geheimnis lange zu wahren. Und am Ende scheitern wir vielleicht. Doch dann scheitern wir im Namen der Gerechtigkeit. Pass auf dich auf, meine Liebe. Meine Isis. Mein Nordstern. Auch in meinen schwindenden Tagen verbleibe ich auf ewig dein Osiris. Möge unser Horus uns überleben. Ich denke oft an dich, mein Juwel. Bei Morgen- und Abenddämmerung. Bei Vollmond und Neumond. Wenn der Regen fällt und wenn Amuns Atem mir über den Nacken fährt. Und ich mich daran erinnere, wie du mich dort geküsst hast. Und dieses Gefühl werde ich mit in mein Grab nehmen. Okay. Die Kurzgeschichte der Verborgenen. Achso, das war eine Quest. Na, warte mal, ich spreche mit Randvieh. Da machen wir die gestrigen Ordensmitglieder noch. Fetch. Mit Randvieh können wir noch reden. Na, mein Junge. Ist mit dir alles okay? Alles klar? Du siehst gut aus. Der Orden in Winchester ist nicht mehr. Aber wir sind dort nicht mehr länger willkommen. Ich verkehrte mit König Elfred höchstpersönlich. Der Orden wollte seinen Tod. Er hat sich gewehrt. Elfred? Die Grenze zwischen Freund und Feind scheint unbeständig. Da brauchen wir doch keinen Vogel hinzusetzen. Das ist unser... Eigentlich nicht, ne? Ich wäre jetzt nicht abgehakt. So, wir haben noch einen. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Einen einzigen. Da oben, wo wir noch nicht waren. Das Nottinghamshire.
Ich habe einen besonderen Ruf aus Nottinger, Hampshire. Ja, das haben wir schon gehört, ne? Gut scheint es. Alle willkommen. Es lohnt sich auch. Das haben wir schon gehört. So. Ich werde noch heute nach Nottinger, Hampshire aufbrechen. Naja, Sie werden sich freuen. Übertreibt man nicht. Wir werden erstmal zu, wie heißt der auch da hinten? Asgard hin. Gehen. Wir müssen aber erstmal. Die Ordensmitglieder töten. Die zwei und einmal hier die Hake. Und wie. Der Vater. Bekommen. Müssen wir schauen. Und so das Fest. Ich geh mal jetzt gleich mal auf den Grund hier alles. Und wir sehen es dann dort dann gleich.